Wir sind in Osterrönfeld. Wir sind bei Spann an, immer noch unterwegs. Heute schon das zweite Fahrzeug, das wir hier zeigen. Und diesmal sind wir zu einem Deutschen. Der kommt aus Sachsen. Genau, wir sind bei einem Carrado. Ich zeig. 447. Carrado, voll integriert, aktuell bis 17.08. Modelljahr 24, 4.000 Euro Nachlass, wirkt schon mal recht bullig da vorne. Und wir machen, wie wir es immer machen, wenn wir euch ein Auto zeigen, erstmal so einen Außenrundgang. Da haben wir hier auf der Beifahrerseite den 230 Volt Landstromanschluss, zwei Nachströmgitter verraten, einen hohen Kühlschrank. Da ist eine Außenlampe dran und wir haben eine Thule Omnistore verbaut, die was 5 Meter lang ist, hat... Was? Ja, das war der 5 Meter. Ja. So, hier ist auf der Beifahrerseite das Kassettenfach. Auch hier haben wir eine Tedford-Toilette drin. Ja. Ja, mit viel Platz. So. In alle Richtungen. Guck mal, da ist noch ein kleines Fach. Das, ich das dürfte ja wohl der Gaskasten sein. Ja, warum ist denn die ja so schmal? Stehen die hintereinander? Na, wir werden es gleich wissen. Beide drücken und ziehen. Ja. Und sie hat keine Fingernägel. Muss erst mal dahinter greifen können. Aua. So, da stehen die Gasflaschen hintereinander. Du hast recht. Ist der Fingernagel ab? Naja, einmal nach hinten gebogen. Ernsthaft so? Juti, hier ist ein bisschen Rückenkraft gefragt, weil ihr müsst hier hochheben, so auf Höhe Oberschenkel bei mir. Und die Flaschen stehen hintereinander. Und hier ist aktuell, hier ist gerade gar nichts verbaut. Das ist wahrscheinlich so, wie ihr es bestellt, weil hier ist nur erstmal die Leitungsführung. Hier ist nicht mal ein Druckminderer drin. Aber das wird sicherlich nach euren Wünschen dann verbaut werden. Aber ganz sicher. Der Druckminderer muss ja rein, sonst funktioniert es ja nicht. So, große Klappe. Nichts dahinter? Nein. Große Garage dahinter. Oh doch. Das war sehr große Garage. Die ist auch sehr groß, ja. Steht da irgendwie, wie viel man die belasten kann? Nö, ne? Mm. Sonst haben die immer so kleine Aufkleberchen. Doch, hier, guck mal. 150 Kilo. 150 Kilo, ja. Das ist so normal, ne? Jede Menge zum Reinstecken. In der Mitte, da und auch noch mal auf der anderen Seite. Ja, also hier kriegt man ordentlich was rein. Da wäre fast eine 250 Kilo Zuladung noch schöner, ne? Ja, ja. Da müsst ihr nämlich immer auf eure Hinterachslast aufpassen. Eine 230 Volt Steckdose, um hier vielleicht einen E-Bike-Akku und keinen eBay-Akku. Kleine Lampe. Und Verzurschienen haben wir auch auf beiden Seiten. Über die ganze Breite, da kriegt man ordentlich was verzurrt. Also von der Garagengröße her gibt es nichts zu klingeln. Gar nichts. Die Top. Tür auf der Fahrerseite ist etwas kleiner. Ja. Und das ist so. Können wir schon mal Rahmenfenster, Kreislauf oder? Nein, ich bin hier gegen den Hümer-Aufsteller getreten. Können wir dahinter rum oder wollen wir? Also ganz ehrlich, so dünn bin ich nicht. Das glaube ich nicht. Da ist noch so ein Träger, okay. Doch, ich passe da durch. Schade, ich wollte euch nämlich mal so ein bisschen die Heckansicht zeigen. Pro Plus. Pro Plus, was auch immer das heißt. Pro Plus ist mit Sicherheit eine Ausstattungsvariante. Ich sehe jetzt hier aktuell keine Rückfahrkamera. Und hier ist so eine Folierung drauf. Warte mal, von hier aus kann ich es ein bisschen besser machen, dass ihr was sehen könnt. Aber er hat auch LED und schön rumgezogen mit diesem Band da oben. Da unten. Wirkt harmonisch, der Hintern. Na, heute haben wir es mit den Klappen. Ja, Julia ist einfach nicht in der Lage für sowas. Sie kann es einfach nicht. Du musst... Ja. Sie ist einfach... Sie kann links und rechts nicht auseinanderhalten und kann als rechts die Türen auf und zu machen. Wassertank, ich blende mal die Füllmenge ein. Da ist eine Revisionsöffnung zum Reinigen. Das ist dieses Staufach. Und hier unten ist noch mal eine verschraubte Wartungsklappe für vielleicht Heizung, weiß ich nicht. So. Der Frischwassertank.
Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ja, alles gut. Du hast ja gerade... Ich habe gerade in den Hümer Access geguckt. Hümer Mobil gecheckt, ja. Hier ist nochmal ein Abzug. Ach, der ist... Das sagen wir drinnen erst, wofür der ist. Ah, wir wissen, wofür er ist. Das ist ein Zuzug, kein Abzug. Ein Zuzug. Ein Zuzug. Trümmer. Ausströmer. Sehr auch. Gut auch außen angebracht, beides. Ne? Man muss nicht reinklettern, um Blu nachzufüllen. Und dann haben wir hier eine Tür. Eine Aufbautür für den Fahrer. Jo. Ein kurzer Blick schon mal. Getränkehalter. Hier gibt es noch so einen Umschalter für was auch immer. Beheizte Frontscheibe. Das weiß ich jetzt gerade. Das sind Spiegelverstellungen elektronisch. Und der steht auch auf dem Duck 8 mit 180 PS und 9-Gang Wandlerautomatik. Hat eine Teilklima und die Sachen, die man so im Ducato 8 erwarten kann. Busspiegel mit Totwinkelspiegel. Und er bisschen steht farblich abgesetzt. 4,4 Tonnen war der auch, ne? Der war 4,4. Ja, und Alufelgen 16 Zoll. Ja, dann hinein in das gute Stück. Coupé-Einstieg, richtig? Nee, das aber, ist aber hier kommt keine Trittstufe raus, mein Engel. Stimmt. Ja, dann muss es wohl. Also für einen Coupé-Ausstieg ist er nicht weit genug runtergezogen. Aber ich glaube, das nennt man doch trotzdem so, oder? Ja, möglich. So, Aufbautür, habt ihr hier was, um eure Zeitung einzuspannen oder eure Hundetüten? Hier noch ein kleines Ablagefach. Es ist eine einfach verriegelte Tür mit einem Fenster, mit einer Scheibe und zum Zuziehen. Und da oben ist noch mal ein kleiner Häkchen. So, wir stürzen rein, gleich am Eingangsbereich. Der Griff zum Festhalten mit Ambientebeleuchtung. Zweimal Kleiderhaken. Und wir stehen vorne in einer L-Sitzgruppe. Ich gehe gleich weiter durch. Geh mal weiter durch. Und dann sehen wir den Ducato noch mal von drinnen. Haben ja auch gute Sitze. Ja, bei den vollintegrierten fällt die Wahl oft auf diesen Hersteller. Das ist auch grundsätzlich nicht verkehrt. Hier mal kurz einen Schwenk rüber. Er hat natürlich Plissés an den Seiten und vorne, um das Fahrerhaus zu verdunkeln. Das ist zwar Standard, aber wir erwähnen es immer wieder mal, damit für den einen oder anderen, der vielleicht Neueinsteiger in der Campingbranche ist und noch gar nichts davon gehört oder gesehen hat, das einen Sinn macht, wie man das hier abdunkelt. Die Sitze sind natürlich höhenverstellbar und in der Neigung zu verstellen. Ich denke, der hat auch die Lordosestütze. Warte, ich probiere mal aus. Na, wenn der Sitz ein Aguti ist, dann wird das haben. Erstmal fährst du in den Keller. Pumpt dir was. Da vorne sind noch ein paar Lautsprecherboxen verbaut. Hier oben habt ihr Sonnenblenden. Er hat jetzt hier oben zwei LED-Spots verbaut. Und hier auf der Beifahrerseite jede Menge Stauraum. Erstmal hier oben. Bricht hier nicht einen Fingernagel ab. Hier geht es nach vorne oder nach unten? Ja, wir müssen probieren. Es geht wahrscheinlich nach... Na, so kann man es auch machen. Da sind noch mal so eine Einlagen drin, dass ihr das ein bisschen separieren könnt, euer Kleingeld, was ihr da reinpackt. Bei den meisten geht es nach oben, deswegen haben wir das gerade eben falsch gemacht. Sehr schön. Und da unten, wie gesagt, noch das Ganze noch mal. Und hier passen noch mal irgendwie... Haufenweise Getränkehalter. Sicherheitsgurten hier vorbeizukommen. Wackelt ein bisschen. Ja, also da ist schon... Ordentlich Stauraum. Auf jeden Fall. Ja. Jo, dann beim Rückwärtsgehen muss ich mal ein bisschen aufpassen, weil hier ist so ein kleiner Versatz. In dem Versatz habt ihr hier nochmal ein Staukläppchen in der Erhöhung hier. Da unten Lautsprecherboxen, dann Heizungsausströmer. Hier sehe ich zweimal USB. Und Julia macht schon mal die Sitze um. Vor Absenken des Hubbettes Beleuchtung ausschalten. Steht da? Da steht das. Verrückt. Na gut, es gibt auch Hersteller, da ist es kombiniert. So, und wo finden wir das? Den Schalter? Nö. Der war es nicht.
Nein. Nein. Ja. Da vielleicht? Nein. Verrückt. Verrückt? Sind das Touch? Okay, nachdem wir eine halbe Stunde nach den Schalter gesucht haben, wissen wir jetzt, es gibt keinen. Es gibt tatsächlich keinen Schalter. So, und mitten wupp dich. Und dann kommt ein großes Bett zum Vorschein, was da aufliegt, auf den Nupsis hier seitlich. Und was ein Fenster zum Vorschein bringt. Ja, da oben ist noch mal ein Heki, ein Bügelheki 40-40. Und hier ist noch ein Lämpchen. Ein kleines Utensilo-Täschchen gemacht in den Bettumbau. Na, in den Schutz. Hier ist ja das Geschlänge dahinter, genau. Damit man das nicht sieht. Ein Vorhang gibt es auch, um sich ein bisschen zu separieren. Ich kann dir aber leider nicht sagen, doch, das ist 2 Meter mal 1,50. Das glaube ich gerne. Dann ist es sogar 4 cm länger, also breiter, ja, als in anderen Fahrzeugen. Im Deadlift, was wir gerade eben hatten. Ja. Das glaube ich gern, aber das ist wirklich sehr schön groß. Das muss ich neidlos anerkennen. Also hier können ganz locker 2 Leute drin schlafen, wirklich. Ja. Also wir haben ja manchmal auch schon Hubbetten gehabt, die waren 1,35. Ja, wird der eine oder andere sagen, 1,35 reicht auch für 2 Leute. Man muss sich schon sehr lieb haben. Und hier sollte, nicht, ne? Wir und, brauchen Minimum 1,60. Und sollte, nur lass mich doch mal meinen Satz zu Ende bringen, und sollte pro Person unter 100 Kilo sein. Nicht zuletzt wegen der zulässigen Tragkraft. Wie hoch ist denn die bei dem Hubbett? Steht hier nicht. Du darfst noch nicht jünger als 6 Jahre alt sein. Verrückt. Dann gibt es da nicht mal eine Absturzsicherung, wenn ich nicht jünger als 6 Jahre sein darf? Krabbelt auch nicht. Also gut, ist nicht ist los, gut, es ist schön gut fest. Fest eingehakt, ja. Das ist schon gut gemacht. Hm. Muss man, also weil das kann ja auch, ne, wenn du fährst und dann wankt hier die ganze Zeit so ein Hubbett. Das, Ja, deswegen haben ja einige da diese Sicherheitsgurt schließen, um das abzufedern. Und er hat hier eine wirklich massive schön fest Arretierung, die nie kaputt gehen sollte, weil dann bleibt sie oben. Irgendwas ist immer. So, schöne Polster, also gefällt mir gut. Mit Klett werden die gehalten, schön hinterlüftet. Das ist nochmal ein kleines Täschchen an der Wand. Machen wir gleich so in dem Gang weiter. Dachstauschränke hier ohne Zwischenboden und Lämpchen. Ist hier separat schaltbar als Leselöcher. Aber durch die ambiente Beleuchtung sind die Dachstauschränke innen auch beleuchtet. Jawohl. Das ist gar nicht so schlecht gemacht. Hier sind aber schon Löcher vorgesehen. Also ich sehe da Bohrungen, da kann man sich bestimmt ein Brett reinlegen. Ja, wenn nicht Bodenträger schnell gemacht. Also ja, davon sollte man sich jetzt nicht abhalten lassen von solchen Kleinigkeiten. Es ist zwar immer schön, wenn die Böden schon drin sind, aber wenn sie es nicht sind, dann selbst ist der Mann. Selbst ist der Tischler. Ja, Elsitzgruppe, auf der Seite haben wir ein Fenster. Setz dich mal hin und sag mir mal, wie du so sitzt. Ich setze mich mal auch hin. Also, ich persönlich würde ja wahrscheinlich hier sitzen, damit ich auch da sowas sehen kann, nämlich am Fahrer und am Beifahrer vorbeigucken kann. Ich kenne jemanden, der sitzt wahrscheinlich hier, so. Na, das ist doch schön. Kann man schön rausgucken während der Fahrt. Also kann man ja bei Vollintegrierten sowieso. Vorhänge kannst du hier beiseite schieben, auch dass du was gucken kannst während der Fahrt. Dann kommen hier die Fenster zum Vorschein, die leider nicht so schön verkleidet sind, aber durch den Vorhang ist es ja. Es ist nur auf der Seite versteckt. Einer Küche. Küche sehen wir gleich. Ist es auch verkleidet? Fliegengitter und Rollo. Fühl mal, ob es von außen glatt ist. Ist es. Ja. Habe ich nämlich von draußen gesehen, am Schlafzimmerfenster. Dass die ausstellbar ist es natürlich, ne? Ja, das ist es. Und ich gehe mal hier einen Schritt zurück und zeige euch mal unter Julias Sitz noch einen relativ großen Stauraum mit dem Frostwächter. Wenn du die Sitzklappe versuchst hochzuklappen, also du brauchst es auch nicht zu machen, ihr könnt anhand dieses Gitters da hinter Julias Beinen sehen, dass hier drunter die Heizung sitzt. Also da ist es. Das kannst du jetzt nicht sehen. Da habe ich die Beine davor. Den Bereich kann man da bestimmt wegnehmen, ne? Den kann man wegnehmen, ja. Damit der Fahrsitzplatz auch ist. Die Klappe hatte ich euch schon gezeigt. Und hier unter dem Sitz, der auch recht breit ist, gibt es auch noch mal ein Staufach für einen möglichen Kram. Nimmst du hier das
Und da kommt man auch von oben ran. So, schau mal. Ja. Man nimmt das Brettchen raus und das Brettchen raus, was ich in der Hand habe. Dann kommt da, guck mal zum Vorschein, eine Steckdose. Und ein Heizungsausströmer. Ist offen. Und das ist offen, klar. Nee, dann packst du hier das Brettchen wieder rein. Ja, ist aber relativ schnell umgebaut. Und hat auch wenig Polster übrig dann, die man irgendwie noch verteilen muss. So, und dann hast du aber hier hinten auch noch so ein bisschen Ablage, ne? Mhm. Schau mal. Ja, für den Fahrer so ein paar Sachen, ne? Die er sich da noch. Für die Snacks, für die Fahrer. Naja, da sind ja noch Fächer für Snacks, haben wir ja schon gesehen. So. Gut, dann war das Zordinett. Der Tisch ist natürlich verschiebbar. Nein, war es nicht. Du stehst drauf. Das habe ich doch gezeigt, als du Bett umgebaut hast, habe ich das gleich gezeigt. Entschuldigung. Alles gut, haben wir schon gesehen. So, die Dachstrahlschränke haben wir, die Rundsitzgruppe, L-Sitzgruppe haben wir. Und dann geht's in die Küche, oder? Zur Küche. Die Küche ist eine L-Küche, als L-Küche gebaut. Hier haben wir auch großzügig noch die Böden, von denen wir eben geschwärmt oder sie gewünscht haben. Dann hast du hier Lichtschalterchen und eine 230-Volt-Steckdose. Das Küchenfenster ist verkleidert, hat auch ein Rollo und ein Fliegenschutzgitter und ist hinterleuchtet für die Optik. Dann ein 2-Flammen-Gas-Kochherd, der ist okay, den haben wir auch. Und ein rundes Spülbecken eingelassen. Mit Auslauf in der Mitte. Einer in der Mitte, Mischbatterie. Mhm. Ist auch recht hoch, kriegt man schön was drunter. Ja, und dann kommen wir schon. Willst du jetzt da die Seite wechseln? Achso, ich bin noch nicht fertig. Ja, okay, wir bleiben auf der Seite. Da kommen wir zu diesem kleinen Gitterchen, was wir von außen gesehen haben. Das ist nämlich die Abluft. Oder die Zuluft. Oder Zuluft für den Backofen. Der glänzt ja so schön. Das ist ein Tedford. Darunter gibt es noch ein Schubfach für allen möglichen Kram, fürs Backpapier. Dann haben wir hier die Gasabsperrhähne viermal, Kühlschrank, Heizung, Herd und Warmwasser? Nee, keine Ahnung. 12 Volt und 230 Volt. Und dann haben wir hier. Klar, Boiler würde ich sagen. Ja, Boiler, war richtig, ne? Ein großes, tiefes mit Türfach. Wir finden ja immer die Schübe besser, weil wir werden nicht jünger. Und dieses da runtertauchen und bäuchlings nach Sachen suchen, möchten wir eigentlich nicht mehr so. Aber manchmal geht es nicht anders. Besteckkasten. Da muss man dann sich selbst was basteln. Richtig. So, jetzt kannst du umschwenken auf die andere Seite. Ich fange mal oben an. Da haben wir hier eine Klappe. Da ist dieser Fernsehauszug dahinter, dass man den Fernseher rausziehen, abschwenken und drehen kann, in wo auch immer. Dann kommt der Kühlschrank, der ist zweigeteilt von Tedford, hat oben ein separates Eisfach, was recht großzügig ist. Und dann den Kühlbereich. Kriegen wir die Angaben? Insgesamt 156 Liter. War das relativ breit? Der ist breit, ja. Ja, der hat mehr als der andere, den wir schon gerade heute noch gefilmt haben, weil er eben breit ist. Und darunter gibt es nochmal ein großes, tiefes Fach. Da ist noch ein bisschen Verkabelung verlegt, aber da passt eine große Box rein, wo man sich allen möglichen Fröhl noch reinpacken kann. Ja, das war's zur Küche. Noch eine kleine Schiene. Hier haben wir über der Küche noch ein 40-40 Bügelheki, genau, wo man sich oder wir uns wahrscheinlich dann einen Max-Vent einbauen lassen würde. Hier oben habe ich euch noch ein Lämpchen unterschlagen. Und dann hängen auch hier zwei Juli-Butz und Tourjacken. Überall haben die ihre Jacken hingehängt. Ich mache mal gleich diese Tür zu, bevor wir zum Schlafzimmerbereich gehen, damit ihr mal sehen könnt, dass man sich hier separieren kann. Da unten noch ein Heizungsausströmer und dann kommen wir ins Bad. Fußbodenbad fängt an mit Stauklappe. Fußbodenbad? Fußbodenbereich?
was habe ich gesagt? Fußboden, Bad. Mhm. Ja. Im Bad. Oder der Badfußboden. Dann hier die Dusche. Da haben wir ein Holzbrettchen, das als Sicherung der Duschtüren dient. Erstens und zweitens, um hier das Niveau auszugleichen, dass ihr diesen Bereich hier noch mit begehen könnt. Genau. Und dann kann man das umklappen. Und dann ist das auch noch, wenn das da oben nicht mehr gesichert ist, recht groß. Kann leider nicht über den Rand filmen, aber es... Oh ja, so. Doch, das ist schon relativ groß. Ja, und du gehst ja noch einen ordentlichen Schritt runter von der Höhe. Meter tiefer, genau. Es ist in etwa fast so wie hier. Da das Holzbrettchen oder das Brett, was da ist, kann man auch noch rausnehmen. Dieses Rost. Und dann kommt man noch ein Stück tiefer. Da lässt sich schon duschen. Da oben drüber gibt es so ein Mini-Hiki, was man auch noch verdunkeln kann. Oder nicht. Nee, das ist nur mit Fliegenschutz. Ja, nur mit Fliegenschutz. Und da ist aber noch ein Bügel, den man ausklappen kann, um Bügel, also Kleiderbügel oder einfach nur so ein Handtuch drüber zu hängen. Duscharmatur. Unika-Stange. Ja. Alles da. Top. Dann klappen wir die Tür wieder nach hinten. Klappe ich jetzt mal mit rein. Du schmeißt noch den Boden wieder zurück. Macht sich das gut? Das geht simpel. Das ist ganz easy. Schön. Dann kann ich diesen Bereich gleich nutzen, um da mal hinzutreten. Und wir zeigen euch jetzt den Raumbadeffekt, der sich hier bietet. Und da haben wir einen Spiegel, nochmal mit zwei Handtuchstangen. Genau, da hängt man einfach Handtücher davor, da muss man sich nicht mehr sehen. Ja, eins geht nur, Handtuch oder gucken. So, dann haben wir hier oben eine große Ablage mit auch Rüttelkante. Da gehe ich davon aus, dass sich 95% der Frauen dafür entscheiden, hier Körbchen reinzustellen. Ja, oder nichts, weil alles andere liegt beim Anfang draußen. Hier habt ihr eine schöne Tür davor, auch Rüttelkanten auf diesem. Passt doch ordentlich was rein, ne? Einlegebötchen, ja. Dann hier nochmal ein Fach, um Sachen zu verstauen. So, das ist der Lichtschalter. Suchst du eine Steckdose? Nö. Nö? Suchst keine? Doch, ich suche eine, aber es ist keine. Warum da? Warum sagst du, nee, wenn ich frage, suchst du eine? Guck mal da unten, hier mal auf Tauchstation. Nö, habe ich gesagt. Ah, da unten im Keller. Siehst du? Steckdose ist da hinten auch. Steckdose. Dann haben wir hier die Tedford-Toilette. Gräber in Kunststoff. Ja, kleines Waschbecken. Reicht. Reicht. Mischbakterien. Dafür habt ihr einen großen Spiegel zum Putzen. Und hier auch so diese Haken, ne? Mit diesem. Ja, ein kleines Läppchen und nochmal zwei Handtuchhaken. Das ist okay, aber von der Ausstattung her auch so ein Heki. So ein kleines. Auf jeden Fall kann man es gut entlüften, jo, den Bereich. Jo. Gut, dann gehe ich mal wieder hier in meine Dings und mach mal hier die Tür zu. Und dann gibt es noch eine zweite Separiermöglichkeit, die allerdings etwas einfacher gehalten ist durch einen Vorhang bis hier so zur Mitte. Aber ja, du, dann guckt man dir wenigstens nicht. Machst du mal wieder auf? Irgendwo hin. Jo. Da kann man zumindest meine Brust nicht sehen. Ja. Hier unten ist nochmal ein Heizungsausströmer für den Schlafbereich. Und dann haben wir schon die Bettengeschichte, die hier Standard. Wo ich wieder meinen Zettel vorne liegen habe, wo alles drauf steht. Alan Heath würde sagen, oh, the German layout, das ist, weil der deutsche Grund ist, weil die Deutschen die Einzelbetten so lieben. Genau. So. Das ist der falsche Zettel. Ich hab dir alle Zettel. Nein, ich brauche das kleine Handout, da stehen die Maße vom Bett drauf. Na gut, ich lauf mal zurück. Den. Da habe ich es nämlich eben auch hergehabt. So, die Einzelbetten sind 2,15 Meter mal 80 wow. Und 2,10 Meter mal 80. Gut, das hier dürfte... Beifahrerseite ist länger. Beifahrerseite ist länger, weil hier die Dusche ein bisschen reinkommt. Und 80, ja. Ja. 80. Und dann in der Mitte wieder zum Ausziehen. Ja, allerdings ist hier die Verlängerung kürzer, ne? Also das geht nicht bis ganz nach unten, das geht nur bis... Ja, aber bis man hier. Kann schon... Also ab Wade
ab Wade liegt man beieinander. Ab Wade ist Schluss. Und dann hängt man hier eine Leiter. Weil wir wollten das ja sowieso nicht reinpacken. Wir wollten ja sowieso getrennt schlafen. Soll die ganze Kuschelei. Ja, richtig. So, dann haben wir hier so ein paar kleine verstellbare Lämpchen mit Schalter. Hm. Schauen wir mal, ob es hier auch ein USB gibt. Ja, hier gibt es auch ein USB. Den gibt es hier auch. Und hier gibt es den Schalter. Für die Ambiente-Beleuchtung. Hm, lass mal die Ambiente an. So. Das ist hier auch schön abgepolstert. Kann man da oben noch was reinpacken? Nee, ne? Nein, hier kannst du nichts reinpacken. Das ist bloß für die Hinterleuchtung. Genau. So abgesetzt. Zum Reinpacken haben wir Dachstauschränke. Zwei Stück. Ach, da liegt noch die Vorbereitung für die Rückfahrkamera, siehst du? Ja. Hier ist nur noch nicht dran. Aber das Kabel ist da. Das ist ja schon mal gut. Das ist gut. So, also das haben wir zweimal. Hm. Und dann haben wir hier, die sind von der Größe wie die Dachstauschränke, offene Fächer. Schwalbennester. Auf beiden Seiten jeweils zwei Stück. Ja. Kriegt man auch auf jeden Fall noch mal gut was unter. Da muss man sich noch irgendwas machen. Dann, oder man legt nur T-Shirts oder Pullis oder irgendwas rein, was, genau, wenn es rausfällt, keinen Schaden verursacht. Ja. Und ein Hiki. Ein Bügelhiki haben wir hier. Pfirsich, Pfirsich. Plissi und Verdunklung. So, und jetzt siehst du nämlich hier, was ich gesehen habe vorhin von draußen. Hm. Da ist nämlich das Rollo oben und deswegen wusste ich schon, dass es Alukaschierte sind. Hm. Also die Sonneneinstrahlung ein bisschen im geschlossenen Zustand natürlich nur. Witzig. Eindämmen. Und diese Puffer hier sind, um einen Abstand zu generieren. Und die Matratze liegt dann nicht an der Außenfassade an der Außenhaut. Und kleine Tügelvorhänge. Ja, klar. Und irgendwo kann man sich hier vielleicht dann auch noch, wenn man es denn wünscht, also auf die Wand, weil hier fehlt die Wand, ja, ein zweites Fernsehgerät montieren. Das sprechen wir immer laut aus, weil es für uns wahrscheinlich passiert. Also sehr wahrscheinlich passiert das. Sehr wahrscheinlich passiert. Ja, wir brauchen ja immer. Weil wir einfach ja auch noch ein Kind haben, was sein eigenes Programm guckt. Und ich möchte nicht so gerne losen, wer jetzt gerade mal eine halbe Stunde was gucken darf. Naja. Außerdem gucken wir auch gern zum Einschlafen. So, gib doch mal, jetzt gucken wir uns noch die Möglichkeit der Beckengeschichte hier an. So. Also es ist größtenteils unter Lattenrostet. Genau, es ist Lattenunterrostet. Genau, es ist Lattenrost drunter. Lattenrost ist übrigens keine Geschlechtskrankheit. Haben wir das auch mal erklärt. Und dann gibt es hier die Fächer. Hier ist keine Stange drin, sondern zwei Böden. Ein Regalboden und so ein Boden. Aber es sind so zwei Fächer, da kriegt man ordentlich was unter. Und dann gehe ich mal davon aus, dass auf der anderen Seite eine Stange ist. Da ist eine Stange. Jawohl, da könnt ihr schön, es geht doch tief runter, tiefer als dieses Bodenniveau. Da könnt ihr auch längere Sachen reinpacken. Ja. Da fehlt zwar dieses kleine Stück der Radkastenverkleidung, aber ja, nee, das macht nichts aus. Das machen die Klamotten ja mit. Die hängen ja auch ums Eck. Ja, eben. Die legen sich auch ums Eck. So. Haben wir was vergessen? Hier oben ist noch eine Pilzentlüftung zusätzlich. Für die Dusche? Um Feuchtigkeit rauszulassen. Also da achten die Hersteller schon alle drauf, dass es immer irgendwie eine Möglichkeit gibt. Und die Fahrzeuge auch bei schlampigen Nutzern, sofern es welche geben sollte, immer schön ent- und belüftet sind. Guck mal, ich sehe gerade, die sind ja schwarz hier oben. Unser ist weiß, aber wir haben auch kein Bügelhiki, sondern ein Kurbelhiki. Ja, das war's. Ach so, halt, stopp. Ich kann euch mal noch sagen, was wir hier für eine Wohnwelt haben. Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Hm? Die Polster sind braun und das Holzdekor ist Wispy Ork. Braun wie braun? Braun. Oder brown wie braun. 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 Die sind in Deutsch braun. In Deutschland. Wie heißt es? Wispy Gold? Wispy Ork. Wispy, also Eiche. Heißt das Holzdekor? Holz? Nee. Holzdekor, Wispy Ork, Polster, braun. Ach hier, guck mal. Hier, da. Das ist natürlich nur grau, aber das andere ist schon Eiche. Aber passt ja dazu. Ich habe diesen Bereich hier noch einfach überfilmt. Hier die Lippert-Regelung für die Füllstände zum Abrufen. Und da ist die Truma-einheitfähige Steuerung für die Heizung.
Und hier der Fühler, der sagt, Heizung geh an oder lass es. Ich muss beim Zurückgehen immer aufpassen, dass ich nicht da stolpere jetzt. Aber das ist so, wenn man in einem Wohnmobil rumläuft, wo man noch nie war, dann hat man das noch nicht so automatisiert. Ja, genau, ansonsten kann man Vorwege. Das schon blind. Dahin ist auch nochmal so eine Einstiegsstufe. Ja, fertig in diesem doch relativ straff gefassten Besichtigungs. Ja, aber wir haben alles angefasst, was wir anfassen müssen. Wir haben die Betten ausgetestet, also uns angeguckt. Wir haben das Hubbett runtergeholt, wir haben in der Sitzgruppe gesessen, wir haben auf den Fahrersitzen gesessen. Wir haben das Bad nicht ausprobiert, aber wir haben drin gestanden. Wir wissen, dass es genug Platz bietet. Wir haben alle Schubladen und alle Kästen aufgehabt. Also es ist alles, was wir für uns brauchen, um eine Entscheidung zu fällen, passiert. Richtig. Und alle Pros und Kontras, die diskutieren wir dann intern. Und wenn wir nochmal rausgehen, dann kann ich euch auch sagen, was dieses Fahrzeug im Moment bei Spann an kostet. 94.900 Euro. Genau, der Grundpreis 77,5 und ein bisschen. Sonderausstattung für über 20.000 Euro. Listenpreis des Herstellers ist 97,984 und 3.084 Euro gehen sie gerade aktuell runter. Eine ganze Menge Pakete drin. Genau, ja. Da ist hier drin der Holzross für die Dusche, das Bettenumbauset. Das muss man ja auch immer alles extra kaufen. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Ist das so? Ja, die Kombi E6 ist drin. Dann haben wir hier... DAB-Dachantenne ist sehr gut, weil wo man es nicht hat, ist der DAB-Empfang meistens sehr schnell an seinem Ende. Aber 550 Euro sind jetzt für so ein Antennchen auch kein Schnipper. Aber nee, aber wir haben dann die 5-Meter-Markise dran. Wir haben ein TV-Paket dabei mit einem 22-Zoll-Fernseher. Der ist jetzt hier nicht angebracht, aber der ist dabei. Wir haben eine Sat-Antenne. Wir haben eine zweite Außenstauklappe. Das ist ja auch nicht immer von Hause aus drin. Muss man ja oft selbst. Guck mal, hier steht Beklebung Pro X. Ja, also Pro X ist also die Beklebung. So, und jetzt kannst du noch mal gucken, was steht hier? Wohnwelt. Brown. Braun. Super. Wie ich es gesagt habe. Ja. Top. Ja, das war die Vorstellung des Carado i447. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, gehen wir davon aus, dass ihr natürlich sofort den Daumen nach oben rein. Daumen nach oben. Kommentare. Schreibt mal rein, was euch da abonnieren gefallen hat an dem Fahrzeug oder nicht oder wie. Oder an unserer Vorstellung oder nicht. Das ist auch okay. Wir freuen uns über konstruktive Kritik und nehmen sie auch an. Ja, damit wir besser werden. Besser und besser und besser. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal sagen Juli Butz on Tour. Tschüss.